Die Unterhaltungsindustrie geht in die nächste Stufe. Im Schlossgarten stehen jetzt viele Tische. Die Tische sind blau, auf den Tischen sind Bilder und Texte in leichter Sprache. Und so sieht das denn aus. Ob ich das jemals gebraucht hätte in den letzten Jahren? Nein, aber vielleicht kommt da ja noch irgendwas Brauchbares. Die Bilder und Texte zeigen, wie der Schlossgarten früher war. Kann man sich doch eigentlich auch im Internet durchlesen, wenn es einen interessiert, oder? Wozu braucht man da diesen Tisch? Wer hier gewohnt hat, was die Menschen hier früher gemacht haben, was im Schlossgarten besonders ist. Und dann kommt's, ne? Also, was ist das hier? Auf den Tischen sind auch QR-Codes, da spricht man QR-Codes. Mit den QR-Codes können Sie Videos und Texte sehen. Diese Texte sind nicht in leichter Sprache. Und dann kommt das Ganze hier nochmal auf Englisch. Und verzapft haben das diese Leute hier. Da haben schon 2 Tage gereicht, dass man das schon fast alles nicht mehr lesen kann hier. Na egal. Was denn jetzt hier? Welche Art von Fischen hier dann im Schlossteich zu finden sind, ja? Also ich habe hier noch nie geangelt und ich habe diese Fische tatsächlich hier auch selten gesehen, vielleicht auch gar nicht. Aber ist ja interessant, das von diesem Tisch zu erfahren, der Karpfenteich. Der Schlossgarten ist am Fluss. An der Spree, ja? Der Fluss heißt Spree. Am Fluss hat es früher einen Hafen gegeben. Der König und die Königin sind manchmal mit dem Schiff gekommen. Jetzt gibt es den Hafen nicht mehr. Jetzt gibt es an der Stelle einen Teich. Im Teich leben Fische. Sie heißen Karpfen. Deshalb heißt der Teich Karpfen. Teich. Im Teich leben auch andere Tiere, Frösche und Insekten, Enten und Schwäne. Für die Pflanzen ist der Teich gut. Wenn es lange nicht regnet, macht der Teich den Boden feucht. Für die Menschen ist der Teich auch gut. Die Luft in der Nähe ist kühl. Was? Jetzt immer noch? Zeiten des Klimawandels. Menschen finden das im heißen Sommer schön. Naja, klar, die Bäume kühlen. Der Karpfen, der Karpfenteich. Tja, also diesen tollen Tisch haben wir jetzt hier, ne? Was ist das hier? Video, Text. Das ist also sowas wie so eine Vorstufe zu einem Outdoor-Museum oder sowas, ne? Nun gut, also die Stiftung hat ein bisschen wenig Geld und sie haben ja schon alles vorbereitet, damit es vielleicht nächstes Jahr hier Eintritt kostet. Und das ist dann wahrscheinlich die Begründung. Liebe Leute, niemand braucht das hier, aber ihr werdet dafür zahlen.